Halte die Augen geschlossen. Und geh mit deiner Aufmerksamkeit durch deinen Körper. Nimm die verschiedenen Bewegungen wahr, die Atembewegung. Den Herzschlag. Feine oder stärkere Muskelbewegungen. Die Bewegungen wahrnehmen und spüren. Ohne etwas damit zu tun. Das ist der Schlüssel für den Weg zur Erleuchtung. Spüren und fühlen, ohne etwas zu tun. Am besten ist es, den Mund zu öffnen, ein wenig zu öffnen, so dass der Körper den Atem leichter verändern kann und den Atem so geschehen lassen kann, wie der Körper atmen möchte, so dass du das Gefühl hast, dass es dich atmet, nicht dass du atmest. Und dann richte deine Aufmerksamkeit darauf, was du fühlst. Gefühle, die tiefer sind als Körperempfindungen, die etwas anderes sind als Körperempfindungen. Gefühle wie Freude, Schmerz, Heiterkeit, traurig sein, ärgerlich sein, Ruhe. Das sind Gefühle, ängstlich sein, unsicher. Das sind Gefühle, etwas anderes als Körperempfindungen. Und jetzt nimm dir noch ein paar Minuten, dem, was du fühlst, Raum zu geben. Und vielleicht ist es zuerst nur Ruhe oder Unruhe. Dann bleib bei der Ruhe oder bei der Unruhe. Und dann nach einiger Zeit frage, was für ein Gefühl in der Ruhe oder Unruhe steckt.
Und wenn du jetzt die Augen öffnest, dann kannst du darauf achten, in der inneren Erfahrung zu bleiben. Gleichzeitig innen und außen wahrnehmen. Erleuchtung finden hat bestimmte Voraussetzungen. Eine Reihe dieser Voraussetzungen kann man trainieren und sich erwerben. Die Fähigkeit zu fühlen, die Fähigkeit im Gefühl zu bleiben, ohne was zu tun. Den Atem lösen und loslassen. Da kann man was für tun. In seiner eigenen Vergangenheit aufräumen. Für all das kann man was machen und das ist gut. Man schafft dadurch die Voraussetzungen, dass man loslassen kann. Und dann sind bestimmte innere Haltungen erforderlich. Das ist die Wahrhaftigkeit, das Verliebtsein in die Wahrhaftigkeit und die Wahrheit. Die Liebe. Das Verliebtsein in die Freiheit. Und die Hingabe. Und bei diesen vier Haltungen ist es nicht so sicher. Kann man was dafür tun? Man kann. Man kann.
Aber das ist nicht so leicht und klar wie bei den 7 Schritten, die ich da eben so ungefähr aufgezählt habe. Bei den 4 Haltungen ist es nicht so einfach. Und bei den 4 Haltungen ist es noch wichtiger, dass man sich dafür entscheidet. Sich dafür entscheiden, die Wahrheit wichtig finden, die innere Wahrheit, die Wahrheit dir gegenüber und auch anderen. Und als nächstes dich für die Liebe entscheiden. Ist nicht so einfach. Oder sagen wir so, nicht so leicht, einfach schon. Weil sich für die Liebe entscheiden, bedeutet eigentlich, ich entscheide mich dafür, dass ich nicht in erster Linie für mich da sein will. Ja, es gibt viele Menschen, die finden das klasse. Die finden das wundervoll. Die erleben, dass diese Entscheidung viel mehr Glück verursacht, als das Streben für sich selbst möglichst viel zu bekommen. Aber andere Menschen können das nicht richtig glauben. Und da musst du für dich selbst entdecken, was bei dir ist. Wir können das nicht richtig glauben, sondern sagen, ich bin so viel zu kurz gekommen im Leben und es stimmt. Ich habe immer zu erlebt, viel zu wenig Liebe zu bekommen. Das stimmt. Und wenn ich jetzt auch noch mehr für andere und für die Welt und für das da sein soll als für mich, dann werde ich ja völlig verhungern. Die Angst ist da. Es kommt also vor, als wenn die Liebe so etwas wäre wie ein Kasten Bier. Wenn ich anderen den gebe, dann habe ich selbst nichts mehr zu trinken. Ne? So. Aber es ist ganz anders. Um loslassen zu können, brauchst du so eine Haltung, ich will die mal mit folgendem Satz sagen. Ich nehme bereitwillig das an, was mir gegeben wird, egal wie viel oder wenig das ist. Nimm den Satz mal so innerlich. Bereitwillig nehme ich das an, was mir gegeben wird. Egal, ob es wenig ist oder viel oder gar nichts. Fühl den Satz und nimm wahr, was das auslöst. Und sei ehrlich zu dir, sonst hat es gar keinen Zweck.
Wenn da eine Stimme ist, die sagt, nein, nein, bloß nein, ja nicht, lass dich nicht darauf ein, nur das zu nehmen, besteh drauf, mehr zu bekommen, dann nimm die Stimme wahr. Wenn sie da ist, dann nimm sie wahr. Weil sonst musst du dir im Klaren sein, sonst hat es keinen Zweck, weil das Innere lässt sich nicht wirklich belügen. Du hast nichts davon. Das ist Liebe und Hingabe. Hingabe daran, was das Schicksal dir schenkt oder zumutet. Und dann zu sagen, das ist in Ordnung. Barbara? Ja, hallo. Hallo, Christian. Hallo, nochmal von vorne. Ich möchte gerne etwas teilen, damit es mehr Kraft bekommt. Und zwar habe ich schöne Erfahrungen gemacht. Ich habe mich lange beschäftigt mit dem Thema, wie ich meinen Glauben an Gott verloren habe. Aha. Und das war mir mein Leben lang unverständlich. Und ich weiß, wie sehr ich damals enttäuscht war. Und das konnte ich jetzt nachvollziehen, konnte es nachfühlen. Habe auch Ärger gespürt, nicht gerade Wut, aber Ärger schon. Und dann ist mir noch was aufgefallen, warum das damals so ein Schock für mich war. Ich habe dann auch das fühlen können, dass ich voll auf Gott gebaut hatte, weil ich von den Eltern nicht so viel Unterstützung bekommen hatte. Ich habe aber dann mir das so vorgestellt, dass es doch eine göttliche Macht gibt, die alles erschaffen hat. Nur mit dem vielen Leid kam ich nicht klar. Und dann habe ich mich eine Zeit lang mit dem Buddhismus beschäftigt, mit der Karma-Theorie, die hat es aber nicht gebracht. Und wie du dann uns das nahegebracht hast, dass es einfach unbegreiflich ist, was da geschieht, dass es das Absolute unbegreiflich ist. Und das war für mich wie eine Erlösung, so habe ich das empfunden. Das war einfach wunderbar und ich konnte es auch akzeptieren, weil ich mir so einen Vergleich kam, wenn ich mich um andere Dinge kümmere und es nicht gleich verstanden habe, dann beschäftige ich mich damit. Und wenn ich es dann verstanden habe, ist es ja auch alles ganz klar. Und dann gibt es einfach keine Fragen mehr. Und dann in der letzten Woche stand ich am Fenster und dann ist es passiert. Ich fühlte mich plötzlich geliebt und das war für mich neu. Ich habe zwar immer viel Liebe gespürt und Dankbarkeit, aber jetzt ich stand da und war geliebt. Und das war ganz großartig. Ja. Und es kam mir vor wie ein Wunder, weißt du? Aha. Wie ein Wunder. Und ich habe mich dann ganz dick und breit gefühlt und so ausgedehnt und habe gedacht, mehr braucht man nicht, ich habe alles, mehr geht gar nicht.
Ja. Ach, das war einfach so gut. Ja. Und ich habe ja jahrelang mit meinem mangelnden Selbstbewusstsein gekämpft und habe mich darum bemüht und alle möglichen Dinge. Und in dem Moment habe ich gedacht, ich brauche das überhaupt nicht. Ne? Das ist doch ohne, so wie ich mich fühle, das ist doch in der Fülle, das ist Selbstbewusstsein. Was ist das? Ne? Ach ja, und das war einfach wunderbar in der Fülle und ich war so dankbar und glücklich und ich konnte mich immer wieder darauf besinnen. Weißt du? Und das hat diese ganze, das war ja in dem Hingabeseminar, das hat alles jetzt das so bei mir ausgelöst und da bin ich dir auch so dankbar. Und jetzt ist nochmal an dich die Frage, wie ist das mit dem Selbstbewusstsein, Selbstverfügbarkeit, Selbstwertgefühl, sich geliebt fühlen, ist da so eine? Ja, sich geliebt fühlen, das ist wichtig. Entscheidende, ne? Ja, ja, ja. Die Sache mit dem Selbstwertgefühl. Nee, ne? Also, würde ich mich nicht groß drum kümmern. Auch nicht, aber Selbstverfügbarkeit, das nennst du doch oftmals, ne? Selbstverfügbarkeit, oder? Ja, das bedeutet, Selbstverfügbarkeit bedeutet, dass man in sich Bescheid weiß. Dass man weiß, was man fühlt. Weil wenn man nicht weiß, was man fühlt, dann weiß man gar nicht, in welche Richtung einen die innere Stimme oder das, in welche Richtung man bewegt werden will. Wenn man traurig ist, dann bewegt man sich nach innen, dann verabschiedet man sich von etwas, von einer Illusion oder etwas, was verloren wurde. Wenn man wütend ist auf etwas und unzufrieden, dann bewegt man sich auf etwas hin, gegen etwas an und das kann man gar nicht, wenn man nicht weiß, was man fühlt. Und wenn man dann fühlt, kann man entdecken, was man möchte, welche Wünsche man hat. Man muss die ja nicht ausleben. Man hat die Möglichkeit zu sagen, ja, nö. Ne? Aber wenn man sich dessen nicht bewusst ist, was man da möchte und das nicht fühlend wahrnimmt, dann sind die Wünsche im Unbewussten sowieso und die torpedieren dann das, was man gerade tut. Dann fragt man sich, warum bin ich so unkonzentriert, warum läuft die Arbeit nicht oder irgendwas sonst? Ja, weil innerlich ein anderer Wunsch dagegen arbeitet, der eigentlich was anderes möchte. Also das alles zu wissen und zu entdecken, das bestimmt dann das Ausmaß der Selbstverfügbarkeit. Ich kann viel fühlen, habe ja auch schon mal meine Todesängste eingeladen, die sind hochgekommen, konnte sie mit dir bearbeiten. Und du sagst ja immer, die Ängste zu fühlen ist eben sehr wichtig. Also ich habe das Gefühl, die kann ich immer fühlen, die Ängste, kann sie zulassen, aber rätst du trotzdem immer mal wieder die Todesängste trotzdem noch mal einzuladen? Wenn sie da sind, dann sei nur freundlich zu ihnen. Und wir wollen ja, oder der Weg geht dahin, dass die Todesangst verschwindet. Das ist das Ziel. Und die Todesangst verschwindet, wenn man sich innerlich so sehr auf den Tod und die Sterblichkeit, die Tatsache des Sterbens, der Endlichkeit ganz einlässt, ganz einverstanden damit ist. Wenn man dann so einverstanden damit ist, dass man auch einverstanden wäre, wenn es heute Abend geschehen würde, dass dem Leben ein Ende käme,
Wenn man dann sagen würde, ja, das ist in Ordnung. Ich bin dankbar für das Leben, das mir geschenkt wurde und bin einverstanden damit, dass ich nicht bestimme, wann es aufhört. Und wenn es mir bestimmt ist, dass es jetzt aufhört, dann ist es gut damit. Wenn du dahin gekommen bist, dann hast du die Angst vorm Tod hinter dir gelassen. Dann macht es dir keine Angst mehr und dann bist du frei in Bezug auf den Tod. Dann bist du frei. Und vor allem bist du dann auch frei in Bezug auf das Leben, weil du brauchst nicht mehr gegen den Tod anzuleben. Dieser Tag, der jetzt da ist, ist ein Geschenk. Dieser Tag, der jetzt gemacht ist, ist ein Geschenk und das ist wunderschön und verursacht Dankbarkeit. Man hat also eine andere Haltung dem Leben gegenüber. Ja, und damit ist die Todesangst. Man muss sie vorher fühlen, man muss ihr begegnen, man muss sie entdecken, ihr Raum geben. Man kann nicht im Kopf beschließen, ja, jetzt will ich alles als Geschenk betrachten und ich weiß, ich habe ja keine Ansprüche auf so und so viele Jahre und so viele Jahrzehnte. Ich bin damit einverstanden und will sich das einreden und glaubt, dass das reichen würde. Aber das sich einreden ist nie eine gute Idee. Besser ist, den Gefühlen zu folgen und den Gefühlen Raum zu geben und dann das Einverstandensein innerlich erfahren. Und dann hört die Angst auf. Und wenn die Angst aufhört, geschieht Erleuchtung. Ich habe meinen Mann beim Sterben begleitet. Das war mir gut. Und ja. Das ist gut. Und ich danke dir. Dir auch, ja. Bianca? Mikrofon. Links unten ist so ein, wenn du mit der Maus nach links unten, ja, geschafft. Ja, auf der einen Seite sind gerade sehr viele Gefühle da, bei mir, die nie gefühlt werden konnten. Und auf der anderen Seite ist mich gerade mit so einer Neutralität irgendwie konfrontiert, dass phasenweise alles egal ist. Das ist aber wieder so eine Ablenkungsstrategie vom Hirn, um nicht ins Tun zu kommen, um nicht Entscheidungen zu treffen. Und es geht sehr, sehr viel darum, ja, für mich Entscheidungen zu treffen, wo geht's hin oder gerade ins Tun zu kommen und ich weiß nicht, ob das an der Neuen liegt, dass es da besonders schwer ist, aber hast du deinen Rat dafür? Ja, ich muss das genauer wissen. Was ist mit den Entscheidungen? Und wie stehst du dir im Wege? Das hat bereitwillig nehme ich das an, was mir gegeben ist. Natürlich, dass es nicht nur um das Unangenehme geht, sondern auch um das Angenehme, um das ja. Die ganzen Fähigkeiten und da geht es eben gerade darum, mich damit zu zeigen und auch mit, ja, Sichtbarkeit zu kommen. Und das durfte halt früher nie sein. Und da ist dann gleichzeitig auch noch das Gefühl Wut da, das ich nie kannte und jetzt fühle. Und das gibt gleichzeitig eine irrsinnige Energie. Und dann, für sich einzustehen und sich zu geben.
Komisch, jetzt entdecke ich gar keine Frage mehr. Das ist doch alles gut, was du berichtest. Ja, und dennoch fällt es mir so schwer, voranzukommen. Also voranzukommen? Wohnung oder berufliche Entscheidungen zu treffen und Ja zu sagen für das. Das ist so paradox irgendwie. Musst du Entscheidungen treffen? Wenn ich Situationen verändern möchte, dann schon. Wenn du was verändern möchtest. Möchtest du? Warum? Ein Teil möchte das und ein Teil hat Angst davor. Weil diese Hingabe, sich dem hinzugeben, für einen Teil noch gekoppelt ist, mit dem sich aufzugeben. Dich aufgeben, dich auf der Wunsch, dich aufzugeben oder die Angst, dich aufzugeben? Und was ist das genau, dich aufgeben? Es ist ein Wunsch, noch tiefer zu sinken, noch mehr loszulassen und mehr im Sein sein und da gibt es so Persönlichkeitsanteile, die immer mehr auftauchen, die so dagegen kämpfen irgendwie und Wofür kämpfen die denn, die dagegen kämpfen? Auftauchen, die so dagegen kämpfen irgendwie. Wofür kämpfen die denn, die dagegen kämpfen? Momentan ist gar keine Antwort da. Ah, jetzt verstehe ich dich wieder. Zwischendurch warst du für mich wenigstens praktisch nicht verständlich. Mach das Wichtigste nochmal, fass das nochmal zusammen. Die Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ja. Und in Bezug auf was Entscheidungen getroffen werden müssen? Dinge auszusortieren, mich von Menschen zu trennen, die mir nicht gut tun, in Klammer Familie oder auch... Okay, bleiben wir bei dem einen. Was machst du, wenn so eine Entscheidung zu treffen ist? Aufschieben. Und so aufschieben. Weiter. Das ist keine gute Idee. Nein. Was könntest du noch machen? Einfach probieren? Nee, du könntest es genauer erforschen. Hast du gerade einen Menschen, wo du überlegst, soll ich mich trennen oder nicht? Es geht um Familie, Mutter, Beziehung, verdeckter Narzissmus und wie mich das Ganze geprägt hat und die Gefühle dazu. Und das wird gerade sehr bewusst. Den Abstand. Abstand von der Familie. Genau. Okay, mach mal die Augen zu. Sich nicht entscheiden können bedeutet, da ist eine Seite, die möchte den Abstand und die andere Seite, die möchte ihn nicht. Die ist dagegen. Die möchte es so behalten, wie es ist oder vielleicht sogar noch mehr Nähe. Was weiß ich. Und jetzt lass beide Seiten was sagen. Was sagt die eine Seite? Die Abstand möchte? Es zieht
zieht dir viel zu viel Energie jedes Mal, wenn du dort bist, und macht dich auf Dauer kaputt. Mhm. Und die andere Seite? Kann sie doch nicht einfach im Stich lassen, wenn sie nicht gut geht und so weiter. Ja. Ja. So. Es ist so eine Situation, da springt jemand von der einen Seite zur anderen und geht nicht tiefer. Geht nicht tiefer. Er forscht weder die eine noch die andere Seite tiefer, sondern bleibt da, ich würde gerne mehr Abstand haben, mehr Raum für mich. Und dann kommt die andere Seite, ja, aber du darfst ihn nicht im Stich lassen. Und dann, ach, lass uns erst Kaffee trinken. So, und dadurch passiert nichts in Bezug auf diese Entscheidung. In Bezug auf diese beiden Seiten. Das hat mit Selbstverfügbarkeit zu tun, dass man diese beiden Seiten kennenlernt. Eine Anfangsmöglichkeit wäre, dass beide Seiten der Familie einen Brief schreiben. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man den Dialog, dass man aus diesen beiden Seiten einen Dialog sich entwickeln lässt. Am besten dann auch auf zwei Sessel hin und her geht. Die eine Seite sitzt da und die andere Seite sitzt da und man geht hin und her und jeweils antwortet man der anderen Seite und... Ja, ich habe da auch schon Listen oder versucht zu schreiben oder beide Seiten zu sehen und... Ja, aber noch nicht mit ihnen gearbeitet auf diese Weise, wie ich gerade sage. Du hast versucht nachzudenken und sie zu sehen. Ja. Ja, mach das, setz dich mal ernsthafter dran und benutz dann die Polaritätsarbeit, um den tieferen Gefühlen auf den Grund zu gehen, die mit der einen Seite und die mit der anderen Seite verbunden sind. Ja? Ja. Wir können noch einen kleinen Schritt weitergehen. Find mal den wichtigsten Satz, den die Seite findet, die Abstand möchte. Den wichtigsten Satz. Ich brauche die Energie, um endlich mein eigenes Leben leben zu können. Wiederhol den Satz nochmal und sprich ihn etwas langsamer und noch etwas vollständiger. Ich möchte, so fängt der Satz womöglich an. Ich möchte mir meine Energie wieder zurückholen, um mein Leben leben zu können. Lass die Augen zu und nimm wahr, was zum Gefühl mit diesem Satz verbunden ist. Was fühlst du? Ja, so was Ähnliches wie Wut und Verspannungen im Kiefer. Ja, die Körperempfindungen sind nicht so wichtig, aber die Verspannungen hängen mit der Wut zusammen. Was sagt die andere Seite für einen wichtigsten Satz? Es tut so weh und reißt mir das Herz heraus, wenn ich sie im Stich lasse. Ja. Was für ein Gefühl ist damit verbunden? Ich
Schmerz und Hilflosigkeit. Ja. Fühl den ganzen Schmerz. Merkst du, dass du auf diese Weise den Gefühlen näher kommst und dass dir das weiterhilft? Vielleicht ganz tief drinnen einfach nur was rausschreien. Was wäre das für ein Satz, den du rausschreien würdest? Hat es von Abwehr, so lass mich endlich in Ruhe. Ja. Bleib die nächsten Tage mit beiden Seiten. Beide Seiten tiefer und tiefer ergründen, ja. Und wenn du dann Glück hast oder so, dann ruf jemanden an, mit dem du Partnerarbeit machen kannst und der dir dann, wenn du schon so vorgearbeitet hast, der dir dann dich dann begleitet mit der Polaritätsarbeit und dir da weiter dich darin unterstützt, dann noch tiefer zu kommen. Aber erst einmal dich selbst mit beiden Seiten befassen. Der Punkt ist so. Ich denke, du empfindest das auch so, dass diese Fragen jetzt und dass dich dem Gefühl zuwenden, dass dich das dem Tieferen öffnet, ne? Dass vorher dieses Hin und Her nur an der Oberfläche blieb und nicht mit Gefühlen verbunden. Ja, ich will sie nicht im Stich lassen, sagt die eine Seite, die andere Seite sagt, ja, ich will aber mein eigenes Leben führen und weder das eine noch das andere passiert richtig und es bleibt so an der Oberfläche. Und ganz sicher ist, dass das dann dazu führt, dass die Stille reduziert wird. Weil das so ungelöst da herumliegt im Leben. Ich mache auch die Erfahrung, wenn so Dinge gefühlt werden, dass durch dann wieder ein tiefer Sinken geschieht und dann wieder mehr im Sein ist oder Stille da. Ja. Ja. Ja, genau. Gut. Danke. Jasmina? Mikrofon noch anmachen? Hallo? Ja. Habe ich das? Ja? Ach, scheiße. Jetzt hört man dich. Ja, okay. Bin so aufgeregt. Aha. Also. Ich höre dich jetzt schon seit ein paar Monaten bei YouTube und es ist jetzt so krass, mit dir zu reden. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich so aufgeregt bin, aber also so ganz kurz gefasst jetzt so, ne? Also, ich habe so eine ganz lange Geschichte, immer so angefangen mit Spiritualität, mich interessiert und dann irgendwie wieder abgebrochen, dann wieder was anderes gemacht, aber immer so halt Leute gefunden wie Eckhart Tolle und all die Leute, die man so kennt und weiß ich nicht, auf jeden Fall dann wieder vor ein paar Monaten oder einem Jahr habe ich mir wieder irgendwelche Videos angehört und Mystica TV und Welt im Wandel und verschiedene Leute mir angehört und irgendwie hat mir nichts gepasst so richtig. Dann ging es immer um Manifestation und verschiedene Sachen und das war immer so, oh nee, ich will nichts manifestieren, das war mir alles zu... Also wenn Leute mir angefangen haben, du kannst alles manifestieren und dann auch Kurt Tepperwein und du kannst Geld manifestieren und dies und das, das war mir alles zu, das hat mir eher also Angst gemacht. Da habe ich so Ängste gekriegt, so, oh, ich will nichts manifestieren, weil es soll ja so passieren, wie es passieren soll. Auf jeden Fall, dann bin ich auf dich gestoßen
Und weil Yoga und Meditation war eh nie was für mich, das hat mir auch nicht gepasst. Und weil du das auch nicht so toll findest, warst du mir sympathisch auf jeden Fall. Also, so meine Frage. Ich habe schon seit ganz langer Zeit immer mit Ängsten zu kämpfen. Also immer Ängste. Und früher haben sie sich auf mich bezogen. Also, und jetzt beziehen sie sich auf meine Tochter. Und du sprichst ja immer von die Todesangst und dass man die... dass man da durch muss und genau, also auf jeden Fall, also an meinem Namen sieht man ja Jasmina Begonic, ich komme aus Bosnien und ich bin im Krieg aufgewachsen. Dann habe ich gedacht, vielleicht hängt das dadurch zusammen, dass ich irgendwie ein Trauma erlebt habe und dadurch irgendwie Todesangst habe und sich das durch mein ganzes Leben zieht. Und ja, aber jetzt bezieht sich auf meine Tochter und du sagst ja immer so, du sollst dem Tod ins Auge sehen und wenn es passieren soll, dann soll es passieren. So, dann habe ich gesagt, ja, okay, für mich kann ich das so sagen, dann soll es halt passieren. Ne? Aber jetzt fällt mir das so schwer, für meine Tochter zu sagen. Und dann denke ich so, will ich mich überhaupt damit auseinandersetzen? Wenn ich mich damit auseinandersetze, ziehe ich das nicht eher an? Also das Gesetz der Anziehung. Dann habe ich Angst, wenn ich darüber zu sehr nachdenke, ziehe ich das an? Soll ich lieber nicht darüber nachdenken? Soll ich mir lieber gar keine Gedanken darüber machen? Aber dann verdränge ich das eher? Oder? In Bezug auf deine Tochter, ja. Wie ist die Angst genau? Sag mal, ich habe Angst, ich habe Angst, dass hier was passiert. Dass ihr was passieren könnte. Ja. Ja. Und ich weiß ja, du sagst ja auch immer so, ich weiß ja nicht, was für meine Tochter das Beste ist und dass ich nicht alles kontrollieren kann. Ja, und trotzdem habe ich diese Angst. Ich kann ja für mich sagen, ja, okay, wenn ich jetzt in 15 Minuten sterben soll, ja, dann ist es halt so. Aber ich kann das nicht für sie sagen. Ja. Das hat was Verrücktes an sich, ne? Weil du glaubst, wenn du sagen würdest, ja, wenn sie sterben würde, würde unglaublich wehtun, aber... wenn es geschehen soll, bin ich damit einverstanden. Du glaubst, wenn du die Haltung einnimmst, dass der Tod dann leichter käme. Und darum verbietest du dir diese Haltung. Weil wenn dir bewusst ist, dass sie sowieso zu dem Zeitpunkt stirbt, wann sie sterben wird, egal, was du denkst und tust und machst, dann bräuchtest du keine Angst davor zu haben, das zu denken. Ja, aber was hältst du denn vom hier Gesetz der Anziehung? Also was denkst du über das Gesetz der Anziehung, wenn man über Sachen... denkt, man die Sachen anzieht. Ja, das ist aber komplizierter. Es ist zum Teil so, dass gerade das, wovor du Angst hast, wovor du dich ängstigst, gerade das angezogen wird. Ja, genau, das weiß ich ja. Und das macht mir dann noch mehr Angst. Ja, ja. Aber, weißt du, das Ganze ist... ja, es ist ein bisschen kindlich. Wenn Kinder 3 Jahre alt sind, dann haben sie eine unglaubliche Euphorie. Sie leben in einer Art Rauschzustand, weil sie haben die Gedanken entdeckt. Und das verursacht einen Rauschzustand. Jemand anders hat das die magische Zeit genannt. Da denkt das Kind dann auch, ja, wenn ich den Teller leer esse, dann scheint die Sonne morgen. Und wenn ich Mama was Böses wünsche, dann
Und sie kriegt dann Kopfschmerzen, dann war ich das, denkt das Kind. Also das denkt dann wirklich sehr, sehr magisch. Also, hör auf, dich damit anzustrengen. Sei dir stattdessen der Tatsache bewusst, wann und wie mein Kind stirbt, liegt nicht in meiner Hand. Kann sein, dass sie Drogen nimmt und Überdosis. Es liegt nicht in deiner Hand. Du kannst ihr ein gutes Beispiel geben, du kannst alles das tun, ja. Aber trotzdem liegt es nicht in deiner Hand. Ne? Und wenn du dir gewahr bist, dass es nicht in deiner Hand liegt, dann kannst du sagen, ich bin einverstanden damit, was ihr geschenkt und zugemutet wird. Ich bin einverstanden damit, was sie an Herausforderungen erlebt und bin einverstanden damit, was daraus geschieht. Verstehst du? Das Annehmen. Du nimmst auch die Möglichkeit an, das Kind zu beeinflussen. Aber man beeinflusst es gar nicht direkt, sondern alles indirekt. Dein Sein beeinflusst das Kind viel mehr als das, was du redest. Was meinst du? Was meine ich? Nein, jetzt denke ich so, jetzt ist schon wieder mein Ich, meine Gedanken denken, oh, jetzt habe ich zu viel Blödsinn gelabert, jetzt findet mich der Christian voll blöd. Aber nein. Nein. Ich habe das nicht genau genug verstanden. Was sind das für Gedanken? Ich habe nur jetzt gedacht, vielleicht habe ich am Anfang zu viel Blödsinn geredet und dass du mich jetzt blöd findest. Aber das sind ja schon wieder Gedanken. Jetzt bin ich schon wieder im Ich. Jetzt wollen wir eine Erklärung vornehmen. Gedanken sind nicht ich. Gedanken sind nicht ich. Nein. Ja, aber okay. Es gibt ichhafte Gedanken, das ist richtig. Aber es gibt andere Gedanken, die haben mit ich gar nichts zu tun. Und wenn du erkennst, dass das Ich nicht da ist, dann bleiben trotzdem Gedanken. Praktische Gedanken. Ja, so hat Krishnamurti die genannt. Der Begriff ist nicht so, ist ein bisschen irreführend. Ja. Nein, aber es hat schon geholfen, was du gesagt hast. Ja, ne? Das, auf dem Wege kommt man dann leichter zur Hingabe und zum Annehmen. Und gerade bei den eigenen Kindern ist der Gedanke, dass das Kind sterben könnte, ist schon ganz furchtbar, weil es gegen die Natur ist. Die Natur ist, dass die Eltern, dass die Mutter erst stirbt und die Kinder noch eine ganze Weile zurücklässt auf der Erde. Und wenn das Kind vor der Mutter stirbt, dann erlebt die Mutter das als eine furchtbare Unordnung. Das ist viel schlimmer, als wenn jemand anders stirbt. Und aber weißt du, wir können Dinge beeinflussen, aber wir können andere Dinge nicht beeinflussen. Und das sind wahrscheinlich die wichtigeren Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Und wenn man in der Lage ist, damit einverstanden zu sein, dann hat man in Liebe einverstanden zu sein. Nicht einfach nur zu dulden, sondern ganz und gar freiwillig mit einverstanden sein. Wenn man das schafft, dann hat man das Wichtigste für die Erleuchtung,
geschafft. Dass wenn ich jetzt die nächste Stunde, die wir noch haben, hier nur sitze und vor mich hingrinse oder lächle, je nachdem, und keinen Ton mehr sage, dass du dann nicht sagst, oh, was ist jetzt, wie langweilig. Der hat doch angekündigt, dass er 2 Stunden redet und jetzt redet er nicht mehr. Nein, sondern sagt, aha, einverstanden bin ich damit. Wenn man nicht mehr ständig die Welt dirigieren will, dass sie einem zu Diensten ist. Das ist, was man nicht so trainieren kann, ne? Fühlen, ohne was zu tun, das kann man in gewisser Hinsicht trainieren. Regelrecht trainieren. Jeden Tag gibt es... Annehmen, was kommt. Was? Ich habe nur gesagt, annehmen, was kommt. Ja. Und dieses Annehmen, was kommt, und zwar annehmen im Sinne von freiwillig und offen und zustimmend. Nicht so, dass man sagt, ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Das ist nicht gut, sondern ganz zustimmen. Und wenn man das hinbekommt, dann kommt man innerlich in eine andere Verfassung. Ja. Alles klar, danke. Sie auch. Monika. Hallo, Christian. Hallo. Bei mir sind 2 Themen da, also die Angst, die vorher angesprochen wurde, und gerade eben auch dieses Annehmen oder in Liebe annehmen, voller Hingabe. Ich habe das Gefühl, bei mir ist so ein starker Eigenwille da. Ja. Und ich, wie kann ich den loslassen? Ich spüre den so stark. Und ich spür... Benütz deinen Eigenwillen, indem du sagst, ich will jetzt aufwachen, koste es, was es wolle. Und gut, dass ich so einen starken Eigenwillen habe. Der soll mir jetzt helfen. Mhm. Mhm. So könnte ich den eigentlich auch mal einsetzen. Was kannst du dann? Könnte ich den eigentlich auch mal einsetzen? Ja, genau. Das wäre richtig gut. Ich erlebe gerade auch, also Angst in beide Richtungen, wobei ich denke, die Angst vor dem Tod ist bei mir eher nicht. Ich habe eher Angst vor dem Leben. Und warum? Weil man dabei draufgehen könnte. Vor der Verantwortung auch. Vor der Verantwortung. Also die Verantwortung zu übernehmen, wirklich zu übernehmen. Mhm. Und wie drehe ich mich da? Mhm. Ja, da ist so ein starker Eigenwille, aber irgendwie dann den loslassen und so wie das Leben es will, zu leben und doch mein Leben leben, da komme ich irgendwie nicht richtig klar. Warte. Das ist dir nicht richtig klar. Ja, und ich komme damit auch nicht klar. Also inwiefern kann ich mein Leben bestimmen? Bestimmen kannst du es nicht. Ja. Aber du kannst dein Leben leben. Wie mache ich das? Weißt du? Geht das? Indem dir deutlicher wird und du deutlicher erforschst, was ist das, was ich alles will? Und dann dich entscheidest, ist das, was ich da alles will, stimmt das mit meinen Werten überein? Mhm. Stimmt das mit meinen Werten überein? Und dann fängst du an, im Einklang zu sein damit. Und anfangen tut es damit, dass du
dass du das genauer erforscht. Was ich will, oder? Mhm. Dass du das genauer entdeckst. Dass du erforscht, was möchte ich eigentlich? Ja, das ist mir nämlich gerade im Moment gar nicht so klar. Gut, vielleicht machen wir mal eine kleine Übung, mit der man das besser herausfindet. Manche kennen die, aber das ist eine Übung, die man jeden Tag machen kann. Schließ die Augen. Und nimm wahr. Nimm wahr, was du fühlst. Manchmal sind zwei Gefühle oder sogar drei Gefühle da. Eine bestimmte, gar nichts sagen, nur, weil alle anderen machen es mit oder viele wenigstens machen es mit, wie man sieht. Die Stimmung entdecken. Die Ruhe, die Unruhe entdecken. Was fühle ich? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage lautet, was möchte ich? So, und dies muss man erforschen, ohne schon eine Begrenzung anzunehmen. Was möchte ich so erforschen, als wenn alles möglich wäre? Alles, alles. Also, dass du, wenn du jetzt sagst, ich würde jetzt gerne auf den Mars fliegen, heute Abend noch. Ja, dann ist das, was du jetzt möchtest. Und es ist gut, diese Frage konkret zu machen. Mit einem Menschen zusammen sein ist vielleicht die erste Antwort. Und dann sind die nächsten Fragen und die nächsten Antworten mit welchem Menschen? Und dann, wie möchte ich mit diesem Menschen zusammen sein? Möchte ich mich unterhalten, etwas Wichtiges austauschen, körperlich nah sein, was spielen, spazieren gehen, sich raufen. Was möchte ich? Wenn man das entdeckt hat, geht man über zur nächsten Frage. Die nächste Frage lautet, worin besteht denn der Kontext, die Situation? Was habe ich unter Umständen für eine Aufgabe? Kinder ins Bett bringen, zum Beispiel. Was möchte die Situation, in der ich bin, von mir? Jede Situation hat eine Art Ruf an dich, eine Aufforderung. Man kann auch sagen, die Frage eben lautete, was wünsche ich mir vom Leben? Und jetzt ist die Frage, was möchte das Leben von mir? Und wenn man die Antwort gefunden hat, geht man weiter zur nächsten Frage. Die nächste Frage lautet, was will ich? Nicht? Und was möchte ich? Das ist der Wunsch und der braucht keine Begrenzung zu akzeptieren. Aber was will ich? Das basiert auf einer Entscheidung,
das und das werde ich tun. Und in diese Entscheidung geht natürlich ein, was man möchte, die zweite Frage. Es geht ein, was man für eine Aufgabe hat und in welcher Situation man ist. Und es gehen die höheren und weitergehenden Ziele und Werte ein. Und wenn man das alles zusammenbringt, daraus entsteht dann eine klare Entscheidung, das und das will ich tun. Das und das werde ich tun. Zuerst will ich tun. Denn jetzt kommt noch eine fünfte Frage. Wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann gibt es noch eine Art Gegenfrage, die lautet: Werde ich das auch tun? Weil man sich schon oft Vorsätze genommen hat und Absichten hatte und dann trotzdem nichts draus geworden ist. Und so kann man jetzt genauer untersuchen, werde ich das auch tun oder brauche ich Unterstützung von anderen oder von mir selbst? Dadurch kann die Entscheidung sich leichter verwirklichen. Und danach stellt man nochmal die Frage, was fühle ich jetzt? Weil während der Erforschung dieser fünf Fragen ist es ja eigentlich sehr sicher, dass da Gefühle hochgekommen sind. Freude darüber, etwas entdeckt zu haben, ein Gefühl von Stimmigkeit, vielleicht aber auch ein Gefühl von Bedauern, weil man etwas entdeckt hat, was man möchte und es einem sehr wichtig ist und man aber keine Chance hat, dem Raum zu geben. Bis hin zu einer Unzufriedenheit, wenn man eine der Fragen nicht hat beantworten können, keine Antwort gefunden hat. Und diese Gefühle fühlen, ohne was zu tun. Ja. Okay. Mit diesen fünf Fragen, das ist, worin wir vorhin schon gesprochen haben, dadurch erhöht sich die Selbstverfügbarkeit. Man glaubt nicht, wie viele Menschen schon 10 oder 20 Jahre sich gar nicht mehr gefragt haben, was sie möchten. Weil der ganze Tag zwischen Aufgaben und Gewohnheiten schon ausgefüllt ist, ein um anderen Tag, ohne sich überhaupt noch innezuhalten und zu fragen, möchte ich das eigentlich? Was ist das, was ich möchte? Was sind meine tieferen Wünsche? Ja. Probier das aus. Hat jemand eine Frage zu dieser Übung?
Okay. Könnte ja jemand mal die Frage stellen, ja, wenn ich erleuchtet werden will, dann will ich ja gar keine Wünsche haben, dann stört mich doch diese Übung nur. Kann nicht jemand mal die Frage stellen? Thea, du kannst die stellen. Will die keiner stellen? Soll ich sie trotzdem beantworten? Ich will mich drüber freuen. Was, ja. Ich will mich drüber freuen. Gut, okay, wenn ihr mich alles so drängt, dann beantworte ich die doch. Der Punkt ist der, die Frage, ob Wünsche da sind, hängt nicht damit zusammen, ob mir die Wünsche auch bewusst sind. Und umgekehrt, wenn ich den Eindruck habe, dass ich mir gar nichts wünsche, weil mir keine Wünsche bewusst sind, bedeutet das überhaupt nicht, dass keine da sind. Und jetzt ist es so, die Wünsche, die da sind und die man nicht bewusst hat, die sind unangenehm und machen einem Kummer. Die halten einen von der Erleuchtung ab. Die ziehen einen in irgendeine Richtung, die man gar nicht kennt. Die blockieren einen mit den Wünschen, die man bewusst hat und gerne machen möchte und dann nicht realisiert bekommt. Das heißt, alles, was im Unbewussten ist, das ist störend. Wenn ich mit Hilfe dieser Übung mir meine Wünsche und das, was ich möchte, bewusst wird, dann kann ich mich erstmal auseinandersetzen. Und wenn ich dann jetzt am Wannsee spazieren gehen möchte und merke, nee, das kann ich nicht, ist ja noch nicht fertig hier, ja, dann kann ich es vielleicht auf nächsten Sonntag vertagen und dadurch bin ich frei. Wenn es mir gar nicht erst bewusst wird, dann würde dieses Bedürfnis, dieser Wunsch, mich innerlich torpedieren, ich könnte mich nicht konzentrieren, weiß nicht, woran es liegt und. Also, weil das, was unbewusst ist, einen hindert und stört. Deswegen ist diese Übung so wertvoll, weil wenn es bewusst wird, dann kann ich mich auseinandersetzen. Dann kann ich auch an Wünschen arbeiten, dann kann ich sie mich von ihnen lösen vielleicht oder sie erfüllen. Manche Wünsche kann man einfach tun. In manchen Situationen hat Nike recht, just do it, aber nur in manchen. In anderen ist es nur eine Seifenblase. Gut, dass ihr gefragt habt. Und was vor allem, diese Übung ist so wertvoll, weil man fängt dann endlich an, den Tag bewusst zu gestalten. Man entscheidet sich dann, einen Tag blau zu machen, aber weil man sich bewusst entscheidet, hat man kein schlechtes Gewissen. Wenn man schlechtes Gewissen hat, dann macht man vielleicht auch einen Tag blau, aber man macht nichts Schönes. Weil man darf nichts Schönes machen, weil das schlechte Gewissen einem das nicht erlaubt. Dann hängt man so rum. Dann ist Nachmittag und ist Abend, bevor man, ach so richtig Schönes habe ich heute gar nicht gemacht an meinem freien Tag. Nee, man hat nur rumgehangen, weil man sich nicht dazu hat durchringen können, sich etwas Schönes zu erlauben. Wenn man sich mit so einer Übung damit auseinandersetzt, ja, dann kann man sich auch mit dem möglichen schlechten Gewissen auseinandersetzen und sich davon lösen. Also diese Selbstverfügbarkeit, die dadurch entsteht, die ist Gold wert. Es gibt nicht viele Übungen, die so sehr das Leben positiv beeinflussen können wie diese Übung mit den 5 Fragen. Wir haben angefangen, das zu untersuchen. Es hat eine Gruppe von Schülern das 4 oder 6 Wochen jeden Tag gemacht und die Erfahrungen notiert und hinterher dargestellt. Und wir müssen das noch mehr auswerten. Aber alles, was man sieht, die Wirkung ist
umwerfend. Sie macht aber ein bisschen Angst. Angst vorm Scheitern, dass man eine Frage nicht beantworten kann. Angst vor Bedauern, dass ein Wunsch hochkommt, dem man dann nicht nachgehen kann. Und dann hat man Angst davor, enttäuscht zu sein und unzufrieden zu werden. Solche Ängste vor den Gefühlen, die da hochkommen, die machen Ängste. Solche Ängste sind da, die den Widerstand machen, ne? Ja. Und darum ist die so wichtig. Liane. Jetzt weiß ich gar nicht, ob meine Frage noch so dazu passt, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, aber ich sag's jetzt mal. Was mich so ein bisschen beschäftigt, also zum einen, wir hatten ja schon drüber gesprochen, auch in einem Online-Satz, sagen wir, hast du eben, ging es um das, um die Entscheidung, wie viel Bedeutung die materielle Wirklichkeit für uns hat und die tiefere Wirklichkeit. Und ich habe den Eindruck, die Frage stelle ich mir immer wieder und versuche dann eben zurückzutreten und die materielle Wirklichkeit nicht ganz so wichtig zu nehmen. Und das ist, fühlt sich auch gut an. Und gleichzeitig schafft es so einen gewissen inneren Abstand zu der materiellen Welt dann auch manchmal innerlich. Also den ich als angenehm empfinde. Aber ich frage mich, ob eine gewisse Gefahr dabei besteht, irgendwas, wie soll ich sagen, an dem materiellen Leben dann irgendwie auch vorbeizuleben gleichzeitig oder irgendwas zu übersehen oder eben es zu wenig wichtig zu nehmen, weil eine gewisse Wichtigkeit wird es ja haben. Ich muss jetzt ein bisschen noch ausholen dazu, weil ich mich eben auch gefragt habe, wie es mit dem Fühlen ist. Und beim Fühlen erlebe ich es eben auch zurzeit, was ich wirklich angenehm finde, dass es mir mehr gelingt, mich nicht so zu verheddern in bestimmten Gefühlen, sondern dann wieder zurücktreten zu können und fühle mich gleichzeitig lebendig an. Aber ich frage mich trotzdem, wo oder besteht eine gewisse Gefahr oder woran würde ich merken, dass ich mich dissoziiere? Dass es nicht nur ein guter Abstand ist, sondern dass ich mich dissoziiere. Mhm. Oder auch anders gefragt, ist es, wenn ich in der Haltung der spirituellen Freundin auf was gucke, ist das eigentlich schon dissoziiert? Das, also, und ich weiß nicht, ob die beiden Sachen zusammenhängen. Das ist eine wichtige Frage. Also für die, die jetzt mit dem Begriff der spirituellen Freundin nichts anfangen können, bedeutet, dass man 5 Schritte zurücktritt und auf sich schaut, aber nur liebevoll, ohne was zu wollen und ohne Absicht und ohne Bewertung. So, das ist dissoziiert. Aber, weil du vorher die andere Position hast, wo du ganz lebendig das fühlst, was da ist, und dann zurücktrittst, dadurch hast du beides. Und weil du beides hast, bist du nicht dissoziiert. Diese eine Seite ist es. Das ist ja das, was bei den anderen, bei der Art zu meditieren, mit dem Beobachten, dass die nur die eine Seite machen. Dadurch wird die Dissoziation, trifft dann die ganze Person. Indem man fühlt und den Schritt zurück tut, ist das alles in Ordnung, dass man beides macht. Und jetzt mit dem materiellen Leben. Je vollständiger du in der tieferen Wirklichkeit bist, und je gelöster du von dem materiellen Leben bist, desto besser bist du in deiner inneren Mitte und desto besser kannst du auf das materielle Leben zugehen.
indem du in die tiefere Wirklichkeit erfährst, bist du nicht wirklich weg. Und wenn du ganz in die tiefere Wirklichkeit hineintauchst, dann bringst du diese tiefere Wirklichkeit in die materielle Welt hinein. Und wahrscheinlich veränderst du sie dadurch viel, viel mehr, als wenn du auf konkrete Weise an materiellen Dingen in der materiellen Welt was änderst und drehst. Und die materielle Welt, wenn wir uns anschauen, was ist mit den Erklärungen zur Klimakatastrophe? Was ist mit Vorhaben, mit Ankündigungen und was passiert tatsächlich? Ne, dann merkt man sogar diese wundervolle Bewegung, die ja gar nicht nur eine Jugendbewegung ist, Friday for Future. Viele Wissenschaftler, Wissenschaft for Future, alles das, also auch, ja, so schön sie ist, wie viel bewirkt sie? Jetzt bei der Klimakonferenz in Ägypten, was werden da schöne Reden und was für wenige Beschlüsse werden da wieder sein? Alle 2 Jahre oder jedes Jahr gibt es da so eine Klimakonferenz und die Erklärung, das, was zusammengeschrieben wird, ist immer sehr, klingt immer gut. Vielleicht wird es eine fundamentalere Änderung geben, wenn wir es schaffen würden, die tiefere Wirklichkeit in diese materielle Welt hineinzubringen und dadurch den Menschen zum Beispiel deutlich zu machen, dass sie die Qualität ihres Lebens mal wirklich erforschen und was mit dieser Qualität des Lebens wäre, wenn sie in der Woche, sagen wir mal, nur 5 oder 10 Stunden weniger im Auto sitzen würden. Der Durchschnittsbürger, das ist unfassbar. Der Durchschnittsbürger sitzt 4 Stunden vor der Glotze jeden Tag. Wir heute Abend, ne, gucken gar nicht. Das heißt, es muss jetzt wieder 300 Leute geben, die statt 4 Stunden 8 Stunden gucken, um das aufzufangen. Also, dass die Menschen die Qualität ihres Lebens mal erforschen und dass man, das scheint mir in der ganzen Klimadebatte viel zu wenig, da wird immer von Verzicht geredet, aber weniger Stunden im Auto zu verbringen ist doch kein Verzicht. Auch viele andere Dinge weniger zu tun, ist kein Verzicht, sondern da öffnet sich plötzlich Freiraum. Pullover länger zu tragen, ist das Verzicht? Nein, es ist Freiraum, wo man Geld hat, zur Verfügung hat für andere Dinge. Oder weniger arbeiten muss, weil man weniger Pullover kauft. Weniger Ressourcen verbraucht. Na, also vielleicht, oder ziemlich sicher hätte die Welt mehr davon, wenn wir die tiefere Wirklichkeit und das Glück und die Glückseligkeit, die da erfahrbar ist, wenn wir die mehr in die Welt hineinbringen würden und auf die Weise mehr Menschen dazu anschubsen, animieren, verführen und sonst was, sich der tieferen Wirklichkeit zuzuwenden und
So, und dann wären wir damit mit diesem Vorhaben mitten in der materiellen Welt. Ja. Ja, vielleicht habe ich es auch echt noch nicht ganz verstanden, was du auch damit meinst, vielleicht die materielle Welt auf eine gewisse Weise weniger wichtig zu nehmen. Vielleicht verstehe ich es dann auch nicht ganz, weil ich... Aha. Ja. Aha. Also weniger wichtig nehmen heißt zum Beispiel zu realisieren, dass die materielle Welt keine Erfüllung geben kann. Punkt. Das ist ganz sicher. Die Hoffnung, alle... jetzt sind sie weg. Die Hoffnung auf Erfüllung durch Tätigkeiten in der materiellen Welt führen ausschließlich dazu, dass die wunderschönen Tätigkeiten, die man tun könnte, dass die unter diesem Anspruch zerdrückt werden und die Freude, die man haben könnte, die wird plötzlich, reicht ja nicht, weil Erfüllung ist es nicht. Beziehung, Sexualität und alles mögliche andere wird dann erdrückt unter dem Anspruch, dass es nicht einfach nur toll sein soll, sondern Erfüllung geben soll. Und das kann es das alles nicht. Und dadurch beginnen die Menschen dann sich zu beschweren, beim anderen zum Beispiel. Das heißt, weniger wichtig nehmen, zu wissen, wirkliches Glück, Momente ja und Freude ja, aber tiefere Freude, wirkliche Erfüllung ist da nicht realisierbar, sondern nur woanders, tiefer. Das heißt, vor allem weniger wichtig nehmen. Dann, wenn du das sagst, also ich merke schon, aber das muss ich mir noch weiter überlegen, aber das macht mir wirklich einen Schmerz, weil da habe ich so das Gefühl, ich muss mich auf eine gewisse Weise von der materiellen Welt abkehren. Also es macht mir einen gewissen Schmerz und ich frage mich eben schon, ich meine, wir leben hier und ob es trotzdem eine gewisse oder Erfahrungen gibt, die uns nur zugänglich sind, weil wir hier leben. Eben wenn wir uns in einer Beziehung freuen, wenn wir uns verbunden fühlen, wenn wir was Schönes miteinander leben, diese Art von Freude oder auch schönes Essen. Ja, richtig. Das ist ja. Das, da rede ich nicht die Dinge, gegen. Die wir ja nur erfahren können in der Form, weil wir hier jetzt leben. Ja, aber dem nicht diese Bedeutung vielleicht beimessen. Da, vielleicht muss ich da nochmal forschen weiter. Ja, genau. Okay. Genau. Gegen diese Freuden des Lebens oder so, da rede ich nicht gegen an. Da rede ich nicht gegen an. Dass man sich dafür verkauft, da fängt es an. Ja. Da fängt es an, dass man da sich Schwierigkeiten macht, dass man sie überfrachtet, die Ansprüche überfrachtet, dass man sie benutzt, um sich von dem Tieferen abzulenken, dass man die Freuden benutzt, um von sich selbst abzulenken und das alles dagegen. Okay, dann verstehe ich, glaube ich, mehr. Weil ich mir denke schon, wenn du eben von der Haltung, von der Liebe sagst oder auch von der Hingabe, ich denke, das kann sich ja auch wirklich gut auf die materielle Welt auch beziehen. Eben. Richtig, gerade auch, richtig, genau. Richtig. Und, genau, aber jetzt glaube ich, verstehe ich nicht mehr. Aber zum Beispiel ist es so, bei der Liebe, wenn du in Bezug auf die Liebe in der materiellen Welt bleibst, dann ist die Liebe gekoppelt mit Geben und Nehmen. Dann gibt es einen Ausgleich, dann gibt es Wünsche, dann gibt es womöglich haben wollen. So, je mehr du dich jetzt von der materiellen Welt löst und dann die Liebe findest, dann wird sie viel wundervoller. Ja.
dann will man nicht mehr bekommen dafür, dann gibt es kein Besitzstreben damit, dann wird Liebe zur Erfüllung. Okay. Aber das ist dann auch eine Liebe, die in die Welt hineingetragen wird, also auch, auch gegenüber den Menschen und so weiter. Okay, also dann glaube ich, verstehe ich es jetzt besser. Also dann ist nichts dagegen einzuwenden, aber also, wenn du beherrscht. Warte mal, jetzt hast du was ganz Wichtiges sagen wollen. Das war verschluckt. Wichtigste Satz. Sag nochmal. Nee, es ist gut, weil jetzt habe ich, glaube ich, mehr verstanden. Und es ist nichts dagegen einzuwenden, dass man auch wirklich sich beherzt, also halt einbringt in der materiellen Welt. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon mehr verstanden, worum es dir geht, weil ich eben nicht möchte, dass ich mich so rausziehe. Aber das meinst du auch gar nicht. Ich habe es jetzt, glaube ich, wirklich mehr verstanden auch. Ich höre es mir auch nochmal an. Rausziehen? So. Die tiefere Wirklichkeit braucht auch ihre Zeit. Ja. Und Menschen, die, du weißt das aus deinem eigenen Leben auch wahrscheinlich, ne, gerade durch das Aufwachen geschieht, dass der Mensch mehr Wunsch hat nach Zeit von Stille, von auch weniger Wunsch hat nach zu viel Geplapper, was auch mal nett ist, aber nicht so viel. Er nimmt sich Zeit für die Stille, für die Langsamkeit, für die Tiefe. Ja. So, und das heißt auch, die materielle Welt weniger wichtig nehmen, dass man der tieferen Wirklichkeit mehr Chancen dadurch einräumt, zu erfassen und... Ja, das ist wirklich, man muss es immer wieder neu hinterfragen, gell? Weil ich wäre jetzt nicht dafür geboren, als Eremit zu leben. Also ich genieße es wirklich, auch nach draußen zu gehen und mit anderen Menschen auch Zeit zu verbringen und sich gegenseitig, ja, aber das widerspricht sich nicht, solange eben die Stille auch genug Zeit hat irgendwie. Aber jeder muss für sich selber schauen, wie er das realisieren kann. Also auch das ist wichtig, ja. Ja, okay. Auch das ist wichtig, ja. Danke, Christian, danke. Mm-hmm. Ingeborg? Da ist noch eine Petra vor mir, oder nicht? Die kommt auch noch dran. Okay, ich wollte mich bei dir bedanken, Christian. Die Frage, die hat so in mir gebrannt, die du vorhin beantwortet hast, ohne dass sie jemand gestellt hat. Ich hatte mich nicht getraut, das zu fragen. Ich war aber sehr, sehr froh. Und ja. Es hat mir auch sofort eingeleuchtet, als du gesagt hast, die nicht bewussten Wünsche, die halten uns viel eher, sehr viel mehr zurück, als die, die uns bewusst sind. Und dann war ich erst mal froh, dass mir mein Wunsch bewusst ist. Aha. Aber ich bin 68 Jahre und ich bin eigentlich jetzt in dem Alter an einen Wunsch gekommen, der sozusagen mein Lebenstraum ist. Und gleichzeitig aber auch die große Sehnsucht zu erwachen. Aha. Da hatte ich wirklich, das habe ich auch weiterhin, in mir diesen Widerspruch, darf ich meinen Lebenstraum jetzt verfolgen? Darf ich da weitergehen, Schritt für Schritt? Oder setze ich all meine Energie für mein Erwachen ein? Mhm. Wie wäre das, wenn du das gar nicht entscheidest, sondern wenn du die Entscheidung aus der Hand gibst. Ja. Wenn du dich zum Beispiel entscheiden würdest, die tiefere Wirklichkeit, die Erleuchtung, hat die größere Priorität. Der Lebenswunsch
möge sich erfüllen, wenn es der Erleuchtung dient, und dieser Lebenswunsch möge sich nicht erfüllen, wenn das für die Erleuchtung besser ist. Ja, also das sage ich mir selber schon immer, aber ich könnte mir vorstellen, vorhin die Übung, das hat mir auch ganz viel gegeben, da hast du mit einer Teilnehmerin geübt, wenn man sich nicht entscheiden kann, dass man diese Polaritätsarbeit macht, ja, ja, um noch mehr an die Gefühle ranzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass ich das noch zu sehr über den Kopf mir immer wieder sage. Genau, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Ne? Aber es ist noch zu sehr über den Kopf. Mhm. Ja, ja. Mhm. Kann das auch sein, dass ich erwache und der Lebenstraum trotzdem meine Aufgabe ist? Ja, das kann ganz sicher sein. Ja. Weil manchmal habe ich schon, wenn ich einen weiteren Schritt gehe, um meinen Lebenstraum zu verwirklichen, dann habe ich da schon manchmal Momente, in denen ich mich ganz auflöse und so viel Glück und so viel Freude habe und so viel Demut, dass all das so in mir drin ist, aber leider ist es immer wieder weg. Es hält ein paar Tage und dann ist es wieder weg. Mhm. Haben wir uns schon mal auf einem Retreat oder Seminar gesehen? Nee, ich kenne dich nur von diesen ersten Montag online. Aha, aha. Wenn man Erleuchtung will, braucht es mehr Intensität. Ja. Ne? Zum Beispiel in sowas wie einem Sommerretreat, wo man dann 14 Tage oder in einem Winterretreat für 10 Tage ungefähr sich dem widmet und zusammen dann in einer größeren Gruppe mit Übungen und anderen Tag für Tag dem sich aussetzt und dem inneren Prozess Raum gibt, das hat dann eine viel größere Zugkraft. Ne? Ja, damit liebäugle ich auch schon. Ja. Das wird kommen. Und neben diesen normalen Retreats beginnt in der nächsten Woche, glaube ich, ein Dreijahrestraining, das in Form von 6 Seminaren, die im Frühjahr und Herbst sind, 5 Tage jeweils in einer festen Gruppe, wo man die ganzen Methoden, auch die Polaritätsarbeit, die 5 Fragen, die Körperarbeit, die Atemlösen, all das, was hilfreich ist, um Erleuchtung zu finden, zum Loslassen. Ne? Wenn die Anforderung ist, fühlen, ohne was zu tun, dann muss man auch körperlich die Fähigkeit haben, dass der Atem so gelöst ist, dass das Gefühl wirklich da sein kann und dann sich wirklich lösen kann. Und dafür ist das Dreijahrestraining natürlich entwickelt dann eine wirklich hohe Intensität. Und dein Lebenstraum hätte zwischen den Zeiten auch noch genug Raum. Also wenn man wirklich, man kann ja Unterschiedliches wollen. Ist wie wenn man Klavier spielen lernt, kann man Klavier spielen so für seine eigene Freude, Klänge und Rhythmus. Oder man möchte auch auf der Party was vorspielen. Oder man möchte Konzertpianistin werden. Je nachdem kommt man mit einer unterschiedlichen Intensität, da wird man dazu Gange sein.
Und die Möglichkeit, Erleuchtung zu finden, die scheint so sehr gewachsen zu sein, größer geworden zu sein. Aber es lohnt sich, das zeigt sich immer wieder, es lohnt sich, wenn man da auch wirklich Energie hineinsteckt. Wirklich Energie hineinsteckt, dann ist das, dann ist die Chance, dass es erfolgreich ist, wird dann riesengroß. Ja, und was wichtig ist, dass es so einen roten Faden hat. Und der rote Faden bildet sich auch dann, dass man zwischen den Retreats und zwischen den Seminaren zu zweit Übungen macht, sich gegenseitig begleitet, Bewusstheitsübungen, andere Übungen macht. Dadurch kommt man nicht nur, dass sich was öffnet und dann wieder schließt und dann wieder öffnet und dann wieder schließt, sondern man kommt dann auf ein immer höheres Niveau. So, also das ist das, diese Art von Entwicklung, die wünsche ich euch. Und oder sagen wir so, für so eine Entwicklung braucht es ein bisschen mehr Intensität. Ein bisschen mehr Intensität, und das lohnt sich auszuprobieren bei dem Drei-Jahres-Training, weil es ist immer ein Experiment und eine experimentelle Haltung. Wenn man bei dem Drei-Jahres-Training nach dem ersten Fünf-Tages-Seminar sagt, na, das ist mir zu intensiv, zu viel Zeit, dann meldet man sich einfach wieder ab. Also man bleibt immer in der Freiheit, dass man es selbst bestimmt und selbst in der Hand hat und nicht seine Seele verkaufen muss. Aber mit dem Drei-Jahres-Training, das hat in Berlin und München vor einem guten Jahr begonnen, und jetzt ist es so, dass es gerade in Wien beginnt, und weil das eine geschlossene Gruppe ist, ist das dann, ist im Augenblick der Zeitpunkt, wo man das beginnen kann und danach erst wieder in 2 Jahren. So deswegen, ja. Aber das ist in Präsenz. Bitte? Ist das in Präsenz? In Wien? Oder ist das in Wien oder online? Das ist in Wien. Das ist in Wien. Das ist in Wien, weil da machen wir Körperarbeit, da die verschiedenen Seiten. Ich glaube nicht, dass es online ist gleichzeitig. Manchmal machen wir das, aber ich glaube nicht. Hm. Ich glaube nicht. Es ist auch besser, wenn wir werden alle getestet vorher, sodass das im Prinzip ziemlich gut geht. Da haben wir gute Erfahrungen mit. Und hat mehr Intensität, weil dieses Drei-Jahres-Training ist ein bisschen anders als so jetzt unser Zusammensein wie jetzt, weil da stelle ich eine bestimmte, zum Beispiel diese Polaritätsarbeit mit dem Stühlewechseln hin und her, stelle ich so eine Methode vor, und dann gehen alle in Dreiergruppen. Da ist einer die Begleiterin, einer ist die Klientin und einer ist der unterstützende Beobachter, und die machen dann, so dass man in den 5 Tagen auch jeden Tag 3-mal ein Thema von sich bearbeitet, weil man 3-mal jeden Tag Klientin ist oder Klient. So, und dann arbeiten die eine halbe Stunde, dann kommen wir wieder zusammen, dann werden Fragen beredet, dann gehen die wieder in die Dreiergruppen, und jetzt ist der andere der Klient, der andere der Begleiter, und so gibt es dann 3 Durchgänge, und es ist ein intensives Arbeiten, Lernen, Selbsterfahrung, eigene Themen bearbeiten. Und was nicht zu unterschätzen ist, ist, indem man das Begleiten lernt, lernt man vor allem auch, sich selbst zu begleiten, wenn man alleine ist, ne? Wenn ein Gefühl hochkommt, dann weiß man, sich zu begleiten. Das
das ist etwas, was die ganze Sache so wirkungsvoll macht, weil man dadurch sein eigener innerer Lehrerin wird. Denk drüber nach. Okay, danke. Ja, auch. Petra. Petra? Vielleicht hast du... Nee. Okay. Vielleicht ist er auch gerade nicht da mehr. Mach nochmal die Augen zu. Nimm wahr, was du fühlst. Und wenn du die Frage stellst, was fühle ich, dann ist es gut, wenn ganz von alleine und als eine Gewohnheit eine Öffnung nach unten geschieht. Dass du dann immer leichter so ein Gefühl hast von Hineinsinken in das Gefühl. Weil dieses Hineinsinken ist ausschlaggebend für die Erleuchtung, für den Weg hin, für den inneren Durchbruch, wie die Mystiker sagen. Diese Öffnung nach unten hin, dich sinken lassen in das, was du fühlst, hinein und dann in das Tiefere, in das, was unter dem Gefühl ist, die Leere, die Stille. Ja. Und das Entscheidende und das, was das Wichtigste ist, was die Bewegung zur Erleuchtung hin so wirkungsvoll machen lässt, ist die Fähigkeit, dem Gefühl Raum zu geben, sich vom Gefühl erfassen zu lassen, ohne etwas zu tun. Das heißt auch, ohne in die Gedanken zu gehen, ohne gedankliches Tun. Das ist, was man trainieren kann. Und die innere Haltung ist für die Erleuchtung wichtiger als alles andere. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja. Ich freue mich, euch wiederzusehen.
wann auch immer.